down the gang bang. I'm waiting on the train. My state line, let them know we all the same kind. With the same crime, catching the same time, which translates to hang time. Organized gang slinging dimes. Lord Jamal is Black Jesus. I seize this everywhere I go. Rubbers hustling to make the dough, fast or slow. You wanna see your cash grow like grass, but meanwhile, take a blast of the L and let the smell resonate. Never hesitate when it comes to putting food on your plate. Devise schemes by all means, like a sunrise when it beams. Keep your eyes on the cream, live wires on the team. Connect, get respect for their realness. I know you feel this. Hi, ich erzähle euch jetzt mal, wie es läuft hier im Viertel. Wisst ihr, hier in der Gegend ist nämlich jeder eine Zielscheibe. Das stimmt nicht. Ich werde euch jetzt mal klar machen, was wirklich im Viertel abgeht. Hier in South Central werden die meisten von uns nicht älter als 21. Happy Birthday, mein Alter. Für mich? Ja, klar. Happy Birthday, alter Junge. Für mich? Ja. Du darfst dir was wünschen. Ich weiß, du würdest mir sowas nicht antun. Oh, nein! Oh, mein Kleiner! Oh, mit diesen Titten habe ich ihn gestehlt, oh Herr! Oh, hey, nein, sie! Nicht mein Baby! Hey! Oh, hey. Gott! Hey! Hey! Das ist nicht ihr Baby! Das da ist nicht ihr Baby! Was ist denn das für eine Scheiße? Schöner Tag heute, hä? Ja. Ich sag euch jetzt mal die Wahrheit über das Leben im Viertel. Ich zog wieder bei meinem Vater ein, nachdem ich fast mein ganzes Leben bei meiner Mom verbracht hatte. Trey, ich möchte nicht, dass du auf der Straße rumhängst. Du musst die Schule zu Ende machen. Denn ohne eine ordentliche Ausbildung kannst du eigentlich nur Drogen verkaufen, Zuhälter werden oder als Leibwächter bei Eddie Murphy arbeiten. Ich habe alles getan, was ich konnte. Ich habe meine Ausbildung, ich habe 2 Jobs angenommen, um für dich zu sorgen. Aber ich kann dir nicht beibringen, ein Mann zu sein. Das wird nur dein Vater können. Jetzt gib mir einen Kuss und sei ein braver Junge. Ich liebe dich, Trey. Ich dich auch, Mom. Werde ich dich wiedersehen? Tut mir leid, Baby. Du weißt doch, es gibt keine positiven schwarzen Frauen in solchen Filmen. Entschuldigung! Mein Vater versuchte sein Bestes, mich zu erziehen. Dummerweise war er nur ein paar Jahre älter als ich. Ich habe euch doch gesagt, ich will euren Wachturm nicht. Hey, was gibt's, Nigga? Hey, hallo, Paps. Wie geht's denn so, Mann? Wie geht's dir? Oh, Mann. Lass dich mal ansehen, du siehst echt klasse aus. Und du erst, Mann. Du bist vielleicht gewachsen. Tut, was man kann. Das letzte Mal warst du ungefähr so groß. Stimmt, die haben dich nicht mal auf ein Karussell mitgenommen. Wir mussten dich ins Kinderland bringen. Ja, aber jetzt ist ja alles in Ordnung, oder? Hey, ich wollte gerade ein bisschen frühstücken. Willst du auch was? Nein, ich bin voll. Ich hatte gerade 2 Lutscher. Nicht dein Ernst? Doch. Oh, cool, Mann. Komm doch rein. Okay. Oh, bitte lass mich das machen. Du bist Gast in meinem Haus, Junge. Mach's dir gemütlich. Hey, sind das deine Drähte? Ja. Shit, die Dinger werde ich mir schnappen. Hey, es ist so schön, dich wieder hier zu haben. Ja.
Tja, ich muss noch ein bisschen was für die Muskeln tun, also mach's dir bequem, Mann. Okay, cool. Hey, platzier dein Hintern schön auf der Plastikfolie, okay? Hör zu, Trey. Wenn du hierbleiben willst, musst du ein paar Regeln befolgen, damit wir uns nicht in die Wolle kriegen. Du rauchst auf keinen Fall mein Shit. Du wirst auch meinen Fusel in Ruhe lassen. Und wenn du irgendeine von diesen Nutten mit nach Hause bringst, sorg dafür, dass ich sie zuerst bumse. Und dann werden da noch Hausarbeiten. Hausarbeiten? Ja, genau, Hausarbeiten. Hör mal, das wird hier keine Gratisrunde. Du suchst meine Matchbox-Autos zusammen, du wirst meine verdammten Computerspiele ordnen und du wirst meine Hausaufgaben machen. Du willst doch so ein Klugscheißer sein. Und abends möchte ich, dass du mir ein bisschen die Sackhaare rasierst. Hey, Sekunde, kann ich dich mal was fragen, Pap? Ja? Was machst du denn dann den ganzen Tag? Hey, Nigger. Ich muss gar nichts machen. Meine Mom kümmert sich um mich. Hör zu. Ich weiß, du meinst, ich bin streng mit dir, aber ich will dir nur ein bisschen Verantwortungsbewusstsein beibringen. Du hast recht, Papa. Ja, klar. Hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Rasierst du mir den Nacken aus? Kleiner, das wird dich mindestens 13 Dollar kosten. 13 Dollar? Hey, ich bitte dich, Mann, der Spanier die Straße runter nimmt nur 6. Gut, dann schieb deinen Arsch zu ihm und lass dir die Birne versauen. Nein, ich werde es dich machen lassen. Hey, ich muss dich mal was fragen. Was ist? Bist du noch Jungfrau? Natürlich. Naja, da war mal so ein Kerl, der hat mir in den Arsch gewichst, aber das war nicht so toll. Hör mal, ich rede hier von Mädchen, Mann. Oh, Mädchen, ich bitte dich, Papst, du weißt, da kriege ich schon mal einen Teil. Ich meine, knallst dann auch richtig? Und wie es knallt. Ach, sehr gut. Habe ich dir nichts von meiner neuen erzählt? Welche neue? Oh, ich habe neulich die schnuckligste braunhäutige Maus dieser Welt abgeschleppt. Sie hatte Spitzenbrüste und super Beine und ihr Hintern war pow! Ghetto-Arsch. Oh ja, klar. Ich wusste, sie steht auf mich, weil wir uns tief in die Augen sahen. Also habe ich angefangen, meine Denzel Washington-Nummer abzuziehen. Yeah. Erst habe ich meine Augenbrauen gebürstet, damit sie gerade sind. Dann habe ich die Haare zurückgekämmt und sie schön glatt und ölig gemacht. Dann habe ich dafür gesorgt, dass ich nicht aus dem Maul stinke. Hey, jetzt komm endlich mal zur Sache. Oh, okay. Also pass auf. Eines Sonntagmorgens bin ich zu ihr rübermarschiert. Ihre Mom war gerade in die Kirche gegangen. Wir hatten die ganze Bude für uns allein. Naja, dann haben wir uns geküsst, geleckt und abgeschlabbert. Du weißt schon, eine heiße Nummer abgezogen. Als wir dann oben waren, war es wie im Himmel. Besser als in meinen wildesten Träumen. Tja, aber dann kam ihre Mutter zurück. Anscheinend hatte sie ihre Tasche oder sowas vergessen. Ich schätze, sie konnte den Sex in der Luft riechen. Ich hab eine Überraschung für dich. Und dann wurde es total ausgeflippt. Ehe ich mich versah, wurde die Tür aufgerissen und da stand ihre Mama. Oh, halt ihn gut fest, Baby. Mama möchte ihn auch haben. Also habe ich meine Sachen geschnappt und mich verdrückt, so gut es ging. Ja, ich will schwer hoffen, dass du ihre Nummer hast. Die von der Kleinen? Nein, die von ihrer Mama. Die ist genau mein Wetter. Hey, Papst, schneid hinten nicht zu hoch rauf. Keine Bange, wir sind schon fertig. So, das war's. Und hier noch was für dich, damit das Haar glänzt und gut duftet. Du bist fertig, Partner. So, jetzt drück meine 13 Dollar raus. Okay, aussteigen. Das ist ein Überfall, klar? Nicht schießen! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Gib mir den Wagen wieder! Halt! Oh, Mist! Ey, Mann, hast du ein bisschen Kleingeld? Tut mir leid, ich bin total pleite. Ey, ich geb dir ein paar Cheeseburger, Bruder. Ich will keine Cheeseburger. Oh, bitte, Alter. Ich lutsch dir auf deinen Schwanz. Los, verzieh dich, Mann. Verzieh dich! Es tat mir weh, aufzuwachen und mein schwarzes Volk unter der Ungerechtigkeit und grausamen Realität des Ghettos leiden zu sehen. Ich schätze, obwohl wir frei waren, waren wir in unserem Bewusstsein immer noch Sklaven. Botschaft! Zum Glück war ich nicht allein hier im Viertel. Mein Cousin Lockdog wohnte direkt gegenüber. Lockdog war Amerikas schlimmster Albtraum. Er wuchs in einem Haus auf, in dem drei Generationen Hoffnungslosigkeit, Armut und Gotteslästerung zusammenlebten. Lockdog, dreh endlich diese bescheuerte Scheißmusik leiser. Du machst mir hier die Babys noch vollkommen verrückt, du Flachwichser. Das ist immer noch mein beschissenes Haus, du Ratte. Welcher Idiot stört da? Tag, Miss Doc.
Hey, Ashtray. Wohnst du wieder bei deinem Daddy? Ja. Komm rein. Bestell deinem Knackarsch von Daddy einen schönen Gruß von mir. Ja. Baby, tu mir einen Gefallen und reich mir den Shit rüber. Hey. Willst du ein bisschen Suppe? Nein, danke, ich will nichts hören. Oh, ist Lock-Doc da? Oh ja, der faule Sack kickt da hinten rum und tut wie immer gar nichts. Okay, dann bis später. Wie du meinst. Hallo, Oma. Ashtray, du kleiner, abgefahrener Mädchenvernascher, komm her und umarm deine Oma. Oma. Ja, das ist mein Nigger. Hast du auch brav die Pariser benutzt, die Oma dir gegeben hat? Ja, Mann. Wie geht's dir? Ach, der alten Schachke geht's prächtig, Junge. Abgesehen von der Arthritis in meinem Zeigefinger. Hm. Aber ich kann immer noch gut fressen polieren. Da bin ich sicher. Die Prügel, die ich von den Bullen bezogen habe, haben mich kein bisschen langsamer gemacht. Mhm. Los, komm schon, Kleiner. Zeig mal, was du drauf hast. Och, was soll das, Oma? Sowas kann ich doch nicht machen. Na los, komm schon, Nigger. Oh, wirklich, Oma, das will ich nicht. Ich mag sowas nicht. Oh, deine dritten Zähne haben es aber in sich. Bis bald. Du hast immer noch einen Schlag wie ein Waschlappen drauf, mein Kleiner. Lock-Doc wollte mir zeigen, wie man im Viertel überlebt. Selbst wenn ich dabei draufgehe. Trey, bist du's? Du solltest dich lieber hier ankündigen, Kumpel, sonst wirst du noch weggepustet. Verdammt. Und versuch bloß nicht mehr Paranoia einzujagen. Komm her, du Pestbeule. Freut mich echt, dich wiederzusehen. Zeig mir ein bisschen Liebe. Wie geht's, Cousin? Ah, danke, gut. So, jetzt reicht's mit der Liebe. Ich hasse diesen sentimentalen Scheiß. Komm, komm mit. Kurze modische Frage. Soll ich zu dieser Tech 9 die, High-Tops tragen? Mhm. Oder soll ich zu dieser Uzi meine Low-Tops tragen? Dann trage ich einfach die hier. Hey, Trey, rutsch mal. Es geht das Gerücht um, dass du Penner wieder hier im Viertel wohnst. Ja, Bruder, Mom meckert rum. Sie meint, es wird Zeit, dass ich ein Mann werde. Hey, meine Mom ist mir mit demselben Gesülze gekommen. Geht total auf den Zeiger. Okay. Ja, Mann. Hey, aber das ist mir egal. Ich habe ihr gesagt, ich will nicht ein Leben lang von der Stütze ja, leben. Weißt du, was ich meine? Mann. Hey, wirklich, Alter, ich habe viel größere Pläne, verstehst du? Ich glaube, ich werde mir bald einen Job bei der Post besorgen. Oder vielleicht bei einer Bank. Ja, das schon das sehen. Gut, Mann. Richtig hocharbeiten, bis rauf zum Manager. Oh, wir brauchen mehr so schwarze Wände. Verstehst du? Erst lerne ich ein bisschen was über das System und dann baue ich diesen verdammten Scheißladen aus. Passt bloß auf, Leute. Oh. Hey, Locke, was ist eigentlich aus deinem Pop geworden? Oh, der verkiffte Nigger hat uns sitzen lassen. Er ist ein richtig fieser Mistkerl. Weißt du es? Es war ziemlich hart. Ja. Im Viertel ohne ein positives männliches Vorbild aufzuwachsen. Botschaft! Oh, Nigger, jetzt komm. Wir holen Preach und Crazy Legs ab und fahren zu diesem Picknick. Na komm schon. Verdammt! Das ist vielleicht ein geiles Zeug. Und dass du deinen Arsch am Freitag wieder hierher bewegst. Da kommt nämlich der Sozialarbeiter vorbei. Und ich will weiter Stütze für dich kassieren, okay? Auf zu nerven. Hey, Oma, lass lieber die Pfoten von meinem Dope, sonst scheppert's. Ach, du mich auch, Nigger. Unser Freund Preach, ein früheres Bandenmitglied, war Aktivist geworden. Aber jetzt ist er total daneben. Hey, Preach, was läuft, Nigger? Ihr müsst endlich mal aufhören, das Wort Nigger zu sagen. Wisst ihr, es sind Ausdrücke wie das Wort Nigger, die die Weißen benutzen, um einer anderen Rasse ihre Selbstachtung zu nehmen. Genau. Oh, erinnere mich dran, dass ich meine Wäsche von dem Reißwasser da oben abhole.
Crazy Legs war mal der beste Tänzer im Viertel. Aber jetzt sitzt er im Rollstuhl, nachdem er von einem vorbeifahrenden Wagen aus angeschossen wurde. Wie geht's, Crazy? Hey, was gibt's, Leute? Ich komm gleich, okay? Yeah! Genau, so fängt man den Tag an. Hey, Crazy. Wie geht's euch, Leute? Hey, wie geht's, Partner? Ja, nicht so übel, danke. Was läuft so, Bruder? Ach, alles Mögliche, ja, Alter. Halt mal. Ja, okay. Lockdog hatte zwar nicht die schnellste Karre im Viertel, aber sie war zuverlässig bei Regen, Hagel oder Schnee. Hey Leute, hört mal. Wollt ihr meine Leiche sehen? Ja. Warum nicht? Dann kommt. Ich hab euch ja gesagt, dass er tot ist. Oh Mann, wie der stinkt. Hey, Ashtray, wenn du hier nichts aufreißt, wirst du noch mal als Jungfrau sterben. Mann. Hey, seht mal, die flippen ja ganz schön aus, was? Hey, es sind jede Menge Weiber da. Da passt doch was auf, ne? Was fällt dir ein, so über meine nurischen Prinzessinnen zu sprechen? Seid nicht so respektlos, ihr seid... Oh mein Gott. Die Mutter von Mekka in ihrer Herrlichkeit steht vor mir. Täuschen mich meine müden Augen oder sehe ich die unvergleichliche Göttin Isis höchst selbst? Und kannst du mir einen Gefallen tun, mein braunhäutiger Engel? Kannst du das weiße Mädchen dort für mich anstupsen? Meine Milch aus Magnesium. Oh, oh. Nachdem der Teufel dich schuf, hat er die Form zerbrochen. Naja, vielleicht können wir beide uns ein wenig dem Dschungelfieber hingeben. Wie ist für alle meine toten Kumpels auf euch, Jungs. Macht's gut. Ich weiß noch, als ich das erste Mal The Shiki sah. Sie war hübsch genug, um schwarze Schönheit der Woche zu werden. Hey, 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 Lock, komm mal her. Hm? Was gibt's? Hey Mann, wer ist die hübsche Kleine da drüben? Oh, das ist doch Schicki. Lass die Pfoten von ihr. Die hat hier schon jeder gebumst. Schuh, die hat mehr Kinder als Miss Waynes. Mist. Ja. Außerdem ist sie Toothpicks Ex-Frau. Du willst doch nicht den Schrott von dem Kerl. Toothpick hatte sich so sehr daran gewöhnt, im Knast zu sitzen, dass er selbst draußen so lebte, als wäre er noch drin. Gib mal her. Gib schon her. Hey, unten lassen, unten lassen. Mal sehen. Knochentest, dann Knochentest! $5 pro Spiel. $5. Ich hab ihn abgesäbelt. Die Mäuse raus. Wie hoch ist der Einsatz? $5, du Penner. Oh, ich hab 5. Ja, klar. Nee. Hier, bitte. Was? Ist meine Kohle nicht okay? Wisst ihr, wie viel Streuselkuchen ich dafür bekomme? Hm? Wie viel Schokoladenriegel? Wie viel Stück Seife? Gib mir meine Karten, gib mir meine verdammten Karten! Teil aus, teil aus, teil aus! Hör auf, Mann! Scheiße! Hallo? Sie will nicht. Warum verschwendest du deine Zeit mit der Tussi? Du brauchst eine, die ein bisschen mehr Klasse hat. Eine, die du zu deiner Stiefmutter mitnehmen kannst, verstehst du? Such dir eine richtige Frau. Hm. Da ist eine richtige Frau. Hey, Trey, siehst du die Braut da drüben? Ja, sicher. Das ist eine Lady. Ich wette, ich krieg ihre Nummer. Nigga, du kriegst von keiner eine Nummer. What's up, du Schwachkopf? Hallo, Schätzchen. Okay, mach keine Zicken und gib mir deine dämliche Nummer. Mach schon! Los, Beeilung! Na, das bald.
Her damit. Cool, cool, cool. Also, ich rufe dich dann so um 5 an, okay? Ist das klar? Ja. Sehr gut, Schätzchen. Pass auf dich auf, hm? Ich hab dir doch gesagt, ich kriege ihre Nummer. Hi, schönes Kind. Ach, bitte. Hey, Mister! Was gibt's, kleiner Mann? Sie versuchen gerade, meine Mama anzubaggern. Blödsinn, nein, kleiner Mann. Ich wollte Geben nur... Geben Sie mir Dollar und ich lasse euch in Ruhe. Niedlich, der Kleine. Übrigens, mein Name ist Ashtray. Und ich heiße Dashiki. Das ist Suaheli und heißt, wie es die Hunde tun. Oh, hübscher Name. Das sind meine Kinder. Hallo alle zusammen. Also, Kinder, was sagt man, wenn man einem netten Mann begegnet? Bist du mein Daddy? Oh. Ich wollte nur sagen, dass ich gern mit dir ausgehen würde. Oh, mit dir und deinen Kindern. Das klingt gut, aber ich werde in ein paar Tagen aus dem Viertel wegziehen. Ehrlich? Weißt du, ich kann es kaum erwarten, dass ich hier rauskomme. Hör mal zu. Ich habe dich zwar gerade erst kennengelernt, aber du kannst gerne mitkommen. Ich brauche jemanden, der mir hilft, die ganzen Windeln zu wechseln. Ist das alles die Windeln? Ich habe meinem Vater früher andauernd die Windeln gewechselt. Das ist gar nichts. Hör zu. Du denkst mal drüber nach, okay? Und wenn du es ernst meinst, sag mir Bescheid. Hey, ist das nicht der Schicke, die da drüben diesen Penner abknutscht? Hm. Ehrlich, da drüben. Siehst dir an. Ja, oh, verdammt. Ich sollte das Arschloch sofort aufschlitzen. Oh, Pick, bleib auf dem Teppich, ja? Die Sache ist längst gegessen. Denk doch mal nach, Nigger. Du bist jetzt 5 Jahre im Knast gewesen. Mann, das waren doch nur 1825 Tage. 6 Stunden und 13 Minuten. Sie hätte warten können. Ah ja, wie auch immer. Du willst doch nicht wieder im Knast landen. Ach Mann, ich hab keine Angst vor dem Knast. Was soll der Schwachsinn? Du redest ja wie eine Memme. Eine Memme? Ich hab keine Angst vor der Zelle. Scheiße, Mann, es ist mir völlig egal, wenn ich wieder in den Knast muss. Bring mich doch in den Knast! Bring mich doch in den Knast! Sperrt mich ein! Sperrt mich ein! Schmeiß den Schlüssel weg! Ich würde auch einen Arschfick machen! Oh nein, der ist ja verrückt geworden. Ich mach mich vom Acker. Da stehst du allein, Bruder. Ach, kommt schon, Leute. Ihr seid noch nie mit einem Mann unter der Dusche gewesen und habt gesehen, wie das Seifenwasser seine Arschritze runterläuft. Und naja, und dann... Ah! Angeschmiert, oh Mann! Das war nur ein Witz, ich hab euch angeschmiert. Puh. Los, kommt, wir verschwinden. Okay. Tja, normalerweise küsse ich nicht so, wenn ich jemanden zum ersten Mal treffe. Aber du bist was Besonderes. Wie heißt du nochmal? Cigarette? Ashtray. Ja, Ashtray. Na, kommt, Kinder. Hey, Dumpfbacke, ist dir klar, dass du gerade jeden Nigger abgeknutscht hast? Los, komm mit. Ich muss runter zum Laden Nachschub holen. Okay, ja, vielen, vielen Dank. Woo! Also, die da ist wirklich was Besonderes. Warum erzählst du den ganzen Quatsch über die Weißen und reißt dann weiße Frauen auf, du Idiot? Weißt du, ich will nur das mit weißen Mädchen tun, was der weiße Mann seit 400 Jahren mit uns getan hat. Ja, und das wäre? Sie aufs Kreuz legen. Andy Joe! Oh, du bist cool. Du bist cool. Ja, ja, ein herrlicher Anblick. Das ist mein Lieblingsladen. Hey, ich gehe jetzt da rein und besorge mir ein feines Likörchen. Düst du darüber und hol ein paar Paprikachips. Oh, krieg ich das Wechselgeld? Du spinnst wohl, das sind 10 Dollar, du Halsabschneider. Bring mir ja den Rest zurück. Blöd, Mann.
Na, wie geht's, du alte Pappnase? Hey, stopp! Haben wir ein Problem, Toothpick? Ich fragte, haben wir ein Problem? Hä? Oh, ja, wir haben ein Problem. Hier, Mann. Aha, ja. Nein, das ist euer jetzt. Problem. Okay, wir spielen ein kleines Spiel. Ich hab gefragt, haben wir ein Problem? U-D-S-S-R? Hey, ihr bewegt besser eure stinkenden Arsche hier weg, bevor ich einen nuklearen Holocaust veranstalte. Los, Kapitän, gib Gas, gib los, mit Gas! Das wird Hiroshima und Nagasaki werden. Los, los, verschwindet die Halle der Angst. Und lasst euch hier nicht mehr blicken. Los, Trey, beweg deinen Arsch hierher. Hallo? Hey Mann, hast du mich gescrollt? Ja, bist du soweit? Ja, kann losgehen. Bis gleich. Digga! Ich schau Ihnen auf die Finger. Schnell kaufen und bezahlen! Schnell kaufen und bezahlen! Pass bloß auf! Hey, 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 Sie! Sie haben was verloren! Ich mach dich fertig. Oh, yeah. Dir zeige ich's noch. Gib mir mein Geld wieder. Oh, klasse. Schokoriegel. Hey, Miss Reisfresser. Hey, ich rede mit dir. Was kostet der Schokoriegel? $5. Was? Für $5 kriege ich aber noch einen geblasen und ein paar nette Worte wie ich liebe dich oder so. Sie nicht wollen, sie nicht kaufen. Hey, hör zu. Wir zahlen nur für die Chips und das Eis, okay? Scheiße. Komm, wir verziehen uns, bevor mich diese Leute noch zum Wahnsinn treiben. Hey, hör auf, so an dem Eis zu lecken, sonst stelle ich dich an die nächste Ecke und mach Kohle mit dir. Ihre Mutter tut mir wirklich leid. Was sagst du über meine Mama? Ich will kein Ärger haben. Verzieht euch. Geht heim. Kommt nie wieder. Was hast du über meine Mama gesagt? Jetzt pass mal auf. Was kaputt? Sie bezahlen. Kohle $5. Nein, Locke, was machst du da? Komm! Essig gucken! $10! Gib mir sofort mein Geld! Her damit! Gib mir mein Geld sofort her damit! Oh nein! Wer verrückt geworden hält 1995 Sonderangebot los! Hey, Locke, hast du einen Knall? Was zum Teufel hast du getan? Ja, das war ich nicht. Ich hab niemand was getan. Fang! Wieder. Schönen Tag noch. Ach ja. Aha. Er ist klasse. Los, komm, Trey, wir verschwinden hier. Yes, this shit is broad coming at your door. You start to scream out loud, Wu-Tang's back for more. Yes, the hour's four, I told you before. Prepare for my fight and bust the Cold War. Hey, sieh dir mal den 64 an. Yes, this shit is broad coming at your door. You start to scream out loud, Wu-Tang's back for more. Yes, the hour's four, I told you before. Prepare for my fight and bust the Cold War. Wie läuft's, Nigga? Oh, nicht übel, was ist, Oma? Sag deinem Daddy, er soll mich scoren. Alles klar. Nichts anbrennen lassen, Oma.
Friede. This shit is raw coming at your door. You start to scream out loud. Who tanks back for more? Yes, the hour is full. I told you before. Ja, ja, es ist mir klar, es ist mir sonnenklar, dass das hin und wieder einige von euch Frauen sehr heiß werden. Ihr werdet scharf. Ja, und hin und wieder werdet ihr heiß und scharf. Ich will, dass ihr Folgendes tut. Wenn euch so heiß wird und ihr ein wenig Erleichterung braucht, ich will, dass ihr mich anruft. Stellt keine Frage. Schön, Sie heute hier zu sehen, Gloria. Genau, es ist doch schön, Sie zu sehen, Miss Williams. Alte Ziege. Sein einzigen Sohn. Genau. Es einfach tun. Abraham stellt auch keine Frage. Dankeschön, Baby. Und genau das erwartet Gott auch von seiner Herde. Hier in der großen Ebenitzer Wiederauferstehungs-Lebensbaum-Glaubensgemeinde, die nun wahrlich eins ist mit der auf der Straße nach Jericho Missionars-Baptisten-Methodisten-Kirche von Zion. Wenn ich Mount Calvary sage, könnt ihr mich dann alle hören? Predigen Sie weiter! Ja, ihr sollt weitermachen! Wisst ihr, was der Herr von euch erwartet? Was er von euch will? Ja, vielen unter euch ist es klar, dass der Herr will, dass ihr jetzt seiner Kirche großzügig spendet. Amen. Stellt keine Fragen, fragt nicht warum. Und weshalb der Pastor unbedingt ein neues Haus haben muss. Oder warum der Pastor ein schönes Auto haben muss. Fragt nicht, ich sage euch, fragt nicht, ich sage. Stellt keine Fragen, ja. Gebt einfach Geld. Bruder Diakon, reichen Sie den Sammelteller auf der Seite rum. Nigger, gib ihn auf der Seite weiter. Unser Chor wird euch jetzt mit einer kleinen Darbietung erfreuen. Ich spüre den Heiligen Geist! Oh, 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 oh. Ja, ich spüre ihn auch. Malik, wie war das eigentlich? Dein erster Tag auf dem College? Ah, das ist doch nichts Tolles. Nächstes Jahr bist du auch da. Naja, weißt du, ich habe auch schon an sowas gedacht. Hier. Danke, Bruder. Herzlichen Dank. Hey, hey! Lockdog, hör auf rumzublödeln und mach lieber deinen Abschluss, sonst endest du noch wie der Typ da hinten. Hier für dich, Bruder. Danke. Bitte. Malik, ich komm schon durch. Ich krieg einen Job. Ich hab gehört, dass sie bei BM Motors Leute einstellen. Komm doch mit, Trey. Ah, heute nicht, Locke. Ich muss meinen Führerschein machen. I know the day is dim. Chances may be slim. Hold on to what you believe. So, da sehen wir, Jungs. Der Schuppen sieht gar nicht so übel aus. Kann man echt lassen. Ah, es geht so. Ach, ich bin sicher, der lässt sich aushalten. Hier tut sich bestimmt eine Menge. Bis bald, Mann. Okay, Kumpel. Bleib dran. Alles klar. Komm her. Okay. Schluss mit dem sentimentalen Zeug. Hey, Malik. Vergiss uns nicht, Baby. Keine Bange, Baby. Baby? Ja. Malik ist der Erste aus dem Viertel, der aufs College geht. Ja. Yeah. Endlich wird's einer aus unserem Viertel schaffen. Ja. Yeah. Treffer! Hallo, ich bin Mr. Walker. Ich werde heute Ihr Prüfer sein. Legen Sie den Gurt an, überprüfen Sie die Spiegel, fangen wir an. Okay.
biegen Sie rechts ab. Gleich hier. Und an der nächsten links, bitte. Parken Sie da. Warten Sie hier. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank, Sie Sir. Hören von uns. Ja. Guten Tag. Oh. Hi. Ja, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich höre, Sie stellen Nigger ein. Was läuft? Oh ja, würden Sie bitte dieses Formular ausfüllen? Ja. Hm. Auch mal schreiben, Scheiße. Mit einem Weißen würdet ihr sowas nicht machen. Ja. Tja, wissen Sie, eigentlich stamme ich von der Ostküste. Aber nach meinem Magister brauchte ich eine Luftveränderung. Tja, jetzt bin ich hier. Ich hatte es satt, auf Daddys Kosten zu leben. Naja, mit meiner Ausbildung durfte es hier Alter. Nicht mehr. Alter. 19. Größe? Schlappe 1,90, Meister. Name des Vaters? Kein Schimmer. Männlich? Und weniger. Gehaltsvorstellung? $3 Millionen. Bar. Wissen Sie, auf einer Elite-Uni gewesen zu sein, ist wirklich ein Pluspunkt. Ich war 5 Jahre in Harvard. Ach, ehrlich? Ich war gerade 6 Monate im Knast. Ist dir schon mal ein Typ an die Wäsche gegangen? Bist du schon mal von einem Typ vernascht worden? Hey, pass auf, er sieht den Aufseher kommen, also versteckt er dich. Du weißt haargenau, dass er bei dir einfahren wird und du hast keine Chance. Ist das nicht zum Kotzen, wenn sowas läuft? Mr. Lockdog? Mr. Lockdog? Ich bin das. Sie sind der Nächste. Mr. Lockdog? Ich bin für dich da, Kumpel, komm her. Ja. Alles klar. Das freut mich. Energisch aufstrebend. Ja. Ja, das gefällt mir. Folgen Sie mir bitte, Mr. Lockdog. Oh. Lassen Sie mich das weglegen. So, mal sehen. Sehr interessant. Wie ich sehe, sind Ihre Hobbys trinken, Marihuana rauchen und jegliche Art von Schwachsinn. Ja. Können Sie Auto fahren? Mit oder ohne Parkkralle? Ist egal. Tja, herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Job bekommen. Oh. Hey, wo sind die Sicherheitsgurte? Keine Bange, die werden nicht nötig sein. Und wie funktioniert das Radio? Wow, geil, nochmal! Vorwärts! Ja! Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du bist kein Gegner für mich. Jetzt mach ich dich fertig, du Dünnbrettbohrer. Was ist das? Das ist meine Knarre, du Schwachkopf. Wo hast du gelernt, mit so einem Ding umzugehen? Zeichentricks und Ghettofilme. Du, Rack, weißt du nicht, dass du und ich zu einer bedrohten Art gehören? Wieso? Weil wir männliche Schwarze sind? Nein, weil uns die ganzen Rapper all die guten Filmrollen wegschnappen. Du, Rack. Eine Waffe zu besitzen, gibt dir überhaupt keine Macht. Weißt du, wo die wirkliche Macht steckt? In den Kugeln! Nein! In den Büchern! Verstehst du? Durek, der Verstand ist wie eine Waffe. Und den musst du ganz einfach mit winzigen, klitzekleinen Kugeln voller Wissen aufladen. Okay? Botschaft! Hey, was machst du da? Ich will ein Gedicht schreiben. Weißt du, meine Lyrik hilft mir, der grausamen Realität des Lebens im Ghetto zu entfliehen. Ah, das ist
tiefsinnig. Hey, kannst du mir eins vorlesen? Okay. Lass mich mal sehen. Das da. Die Liebe ist bei weitem das wohl kostbarste Gut auf Erden. Sie ist wie der liebliche Duft einer Rose oder gar Mutter zu werden. Sie lieben mich. Sie verlassen mich. Das ist der traurige Alltag meines Lebens. Aber jetzt habe ich mir ein Fleischermesser gekauft und darum wird es so etwas nie mehr geben. Ja, und den nächsten Mann, der vorgibt, mich zu lieben und mich schon nach ein paar Wochen verlässt, werde ich die Eier abschneiden. Ich gebe dem Flachwichser den Rest. Ich werde den Hampelmann abknallen. Ich werde ihn umlegen. Ich werde die verdammte Wichsnase abstechen. Der verarscht mich nicht. Nein, ja, ich werde die hinterhältige Ratte gleich überfahren. Der Kotzbrocken-Verscheiß hat nämlich die falsche Mutter, okay? Nein, nicht mit mir. Ich werde das verdammte Arschloch abschlachten. Baby. Ich weiß, was du meinst. Ja, es hat dir gefallen. Es war wirklich ergreifend. Ich meine, es hat mich wirklich in meinem tiefsten berührt. Hör zu, du wartest schon hier. Und wie ich warte. Der Schicki war sexuell wesentlich erfahrener als ich. Sie brachte mir alles über das Vorspiel bei. Bis dahin hatte ich noch nie ein Vorspiel gemacht. Andererseits, wer braucht beim Wichsen schon ein Vorspiel? $100 million treasure, I'll give the world to make you mine. I'll put a string of pearls right in your hand, make love on a beach of jet black sand. Outside in the rain, we can do it all night. I'll touch all the places he would not, and some he never knew would get you high. Oh nein, du Blödmann. Das ist das Mittagessen für die Kleinen. Falsches Loch, du Idiot. Oh, Moment mal. Ich konnte nicht glauben, was mit mir geschah. Ich verlor meine Jungfräulichkeit mit der Frau meiner Träume. Lüsterschweinereien in mein Ohr. Oh, ich komme! Was hast du gesagt? Vergiss es. Ich sag's dir, wenn ich aufwache. Oh, volle Kröke, Mist. Ashtray, wach auf. Was gibt's, Baby? Ich muss dir was sagen.
Was ist denn? Ich bin schwanger. Jetzt schon? Bist du sicher? Ich habe 7 Kinder, Trey. Ich glaube, ich weiß, wovon ich spreche. Schicki, ich bin noch nicht so weit, Vater zu sein. Ach ja, du bist manns genug, in mir zu kommen, aber du bist nicht manns genug, dich um das zu kümmern, was danach kommt. Meine Nägel müssen gemacht werden, meine Haare, meine Miete muss bezahlt werden und ich brauche ein neues Auto. Weißt du was? Du bist nichts anderes als ein kleiner Junge. Du denkst wohl, dass ich dich nur flachlegen wollte. Es gibt auch noch sowas wie Gefühle. Davon rede ich doch überhaupt nicht, Ashtray. Im Moment will ich nur eins. Raus hier! Verschwinde aus meinem Bett! Verschwinde aus meinem Haus! Was raus ist denn los? Hier! Und nimm deine scheiß Klamotten mit! Du aus? Ich will dich nicht mehr sehen! Ich will nichts mehr von dir hören! Hey, Moment mal! Nimm deine warte! Hey, der Schicki, was soll der Quatsch? Hey, das ist nicht meine! Verpiss dich aus meinem Haus! Bestellung! Hör mal, Alter. Der Schicki ist schwanger. Ah, der Schicki wurde schwanger geboren. Was gibt's denn sonst Neues? Was es sonst Neues gibt? Es ist von mir! Hey, bist du auch sicher? Sie sagte, ich war der Einzige, mit dem sie in den letzten 20 Minuten zusammen war. So ein Mist. Ja. Und du glaubst ihr, hm? Hier, du Trampel. Ich meine Kumpel. Das macht 10:38. Wasch dir endlich mal die Pfoten. Tja, und was willst du jetzt machen, Trey? Keine Ahnung. Ich überlege, ob ich mit dir wegziehen soll. Was? Oh, du Idiot. Hör mal zu. Ich will dir mal was sagen. Du kannst das Schicki aus dem Viertel bringen. Aber du kannst das Viertel nicht aus der Schicki bringen. Hm? Oh, verdammt! Die Bullen! Hey, ihr da! Kommt aus dem Wagen raus und hebt die Hände hoch! Steht auf einem Bein! Berührt mit eurem Zeigefinger eure Nasenspitze! Reibt euch den Bauch mit kreisförmigen Bewegungen und klopft euch dabei auf den Kopf, während ihr vortragt: Zicke, Zacke, Hühnerkacke! Zicke, Zacke, Hühnerkacke! Position einnehmen und Vogue! Und jetzt kommt hübsch langsam auf den Wagen zu. Täter sind mit Tageseinnahmen entkommen. 2 Verletzte. Krankenwagen ist unterwegs. Ich wiederhole. Überfall auf Willis Bar, Ecke 10:31. Täter sind mit Tageseinnahmen entkommen. 2 Verletzte. Krankenwagen ist unterwegs. Bitte übernehmen. Wir haben überhaupt nichts getan. Was? Du meinst wohl, du bist tough? Jetzt bist du nicht mehr so tough. Kleiner Nigger. Ich hasse euch schwarze Scheißkerle. Ihr stinkt. Ich hasse deine schwarze Haut. Ich hasse deine schwarzen Hosen. Ich hasse schwarzen Pfeffer. Ich hasse die schwarzen Tasten auf dem Klavier. Ich hasse mein Zahnfleisch, weil es schwarz ist. Ich hasse Whoopi Goldbergs Lippen. Ja, und ich hasse Forrest Whitakers Eierschädel. Aber am meisten, Kleiner, hasse ich diesen schwarzen Affenarsch Wesley Snipes. Los, vorwärts! Los, bewegt euch. Kommen Sie. Wir wurden verhaftet, weil wir an einem Freitagabend Schwarze waren. Na komm, ich will auch nach Hause, okay? So. Das war ein Kleindelikt, daher dachte ich, dass wir gleich wieder rauskommen würden. Tagessieger, spitze machst du das. Okay, rein mit dir. Guten Abend, Bruder. Was gibt's? Schwein gefällig, Bruder? Oh, nein, danke. Ich möchte dir mal was sagen. Wenn du einen Mann schlägst, wird er sich irgendwann davon erholen.
Und wenn du einen Mann bestiehlst, kannst du ihm ersetzen, was du einst hast gestohlen. Aber wandle allzeit über das Grüne und nimmer da dazwischen. Denn der ehrenwerte Elijah Mohammed Ali schwebt wie ein Schmetterling und sticht wie eine Biene. Bei dem Gedanken, auch nur eine Minute länger bei diesem Farrakhan-Verschnitt verbringen zu müssen, schwor ich mir, nie wieder in den Bau zu gehen. Oh Mann, bin ich froh, Sie zu sehen. Und vergiss nicht, mein Bruder, ein Fisch, zwei Fisch, Rotfisch, Blaufisch, Zicke, Zacke, Mäuse, Kacke, hau dem Hund eins auf die Backe. 2000, ja, Party, ups, keine Zeit, ich glaub, mein Speck ist soweit. Hallo, Toothpick. Wie steht's? Alles bereit, um den Arsch aufzunehmen. Ziehen wir es durch, Aldog. Was ist, Sportsfreund? Bist du dafür bereit? Ja, Mann, ich bin bereit. Viel Glück. Danke. Du bist jetzt schon eine ganze Weile mit unserer Gang unterwegs. Es wird Zeit, dass du wirklich einer von uns wirst. Allerdings. Ich sag dir mal was. Wenn du in dieser Welt nicht schwimmen kannst, musst du zwangsläufig absaufen. Ja. Und wenn du fällst, musst du deinen Scheißarsch wieder hochkriegen. Stimmt. Hört mal her, Leute! Geht bloß nicht zimperlich mit ihm um! Er gehört euch, Jungs. Na los. Fang an, Doc. Ding! Da ist es, hey! Es ist der Hey! Die Stadt und geht auf, Doc! Geht auf, Doc! Ich muss mal wieder zum Zocken. Ich brauch dringend Kohle. Ja, da kenne ich noch so einen. Ja, ich auch. Na, irgendeinen Blödmann werden wir schon finden. Was machst du dann mit der Knete? Naja, einen drauf machen. Das würde ich hey, auch gerne. Hey, wer von euch ist Ashtray? Was ist, Meister? Ich hab gehört, du hast die Braut von meinem Freund Toothpick geschwängert. Was, ich? Ja, du. Hey, Bruder, weißt du... Was ist? Ich will keinen Zoff, Mann. Ich helfe Crazy Legs, weil... Oh, hör mal, du scheinst mich nicht ganz verstanden zu haben, Partner. Hey, Trey, lass mich das wie ein Gentleman regeln, okay? Hör mal zu, Mann. Mein Kumpel sagt, er will keinen Zoff, verstehst du? Hm? Ja, ich schon! Komm her! Jetzt mache ich Hackfleisch aus dir! Mach ich das doch! Ja, du wirst uns nicht mehr auf den Zeiger gehen, du Kotzbrocken! Klar, es reicht! Das war schon mal bereit zum Breach! Juhu! Ah, tolle Dame! Ach, Dom! Mach ihn zum Krüppel! Mach ihn zum Krüppel! Ja! Ja! Nachdem wir einen von Toothpicks Jungs platt gemacht hatten, wussten wir, dass wir Verstärkung brauchten. Also gingen wir rüber zu unserem Kumpel Old School. Aber Locke, bist du sicher, dass der Typ uns helfen wird? Hey, ich erzähl dir mal was über Old School, okay? Er ist hier der gefährlichste Gangster im Viertel. So, ihr Gartenzwerge, jetzt sperrt mal die Ohren auf. Ich bin schon eine halbe Ewigkeit hier im Viertel. Ich habe eine Menge gesehen, versteht ihr? Ich habe die Straßenkämpfe und Bandenkriege überlebt. Und wisst ihr auch wie? Sag schon. Indem ich den Schwanz nicht einzog und meine Kumpels mir den Rücken frei hielten. Ehrlich? Also lasst euch von niemandem blöd kommen, okay? Ja! Yeah. Ja, macht so wie ich! Lasst euch von niemandem irgendeinen Rotz gefallen! Yeah, Old School! Bartholomew? Bartholomew? Komm her, Junge! Oh, Scheiße. Was hast du gesagt, mein Junge? Ich hab gesagt, oh, schieß los, Mann, schieß los! Hab ich nicht gesagt, du sollst dein Zimmer aufräumen? Oh Mann, bitte versteh doch, die Gang braucht mich. Ich bin ihr Anführer. Das nennst du eine Gang? Du gehst jetzt rein und räumst in den nächsten 10 Minuten dein Zimmer auf. Wenn ich Skips ärger, dann latschst du die Straße mit 3 Schuhen runter. 2 an deinen Füßen und 1 an deinem Arsch, du Schwätzer. Danke, Mama. Hey, was ist? Kommst du jetzt mit? Ich kann nicht. Wieso nicht? Oh, die Bullen sind dir auf den Fersen, hä? Nein. Mama hat mir Hausarrest gegeben. Ich darf die Veranda nicht verlassen. Oh, Mann. Gut, dann kontrollieren wir die eben auch. Hey, das ist ein prima Laufgestell, Lady. Her damit. Los, umdrehen. Bisschen Dalli. Los, her damit. Oh Mann, es wird höchste Zeit, dass ich hier abhaue. Ach, du weißt schon. Was redest du da für ein Mist? Das Viertel verlassen. Mann, das ist unser trautes Heim. Ich liebe den Geruch von Pulverrauch am Morgen.
Weißt du, Locke, wenigstens hat Ashtray einen Traum. Das ist mehr, als ich von der Hälfte der Jungs hier sagen kann. Was ist, Vince Fuß? Hast du auch einen Traum? Ja, ich habe einen Traum. Ich hoffe, du kommst mir jetzt nicht auch mit irgendeinem Scheißtraum. Ach, bestimmt nicht. Du weißt doch, ich habe keine Selbstachtung. Wenn ich groß bin, werde ich einen Haufen Scheiße. Genau wie du, Mann. Wo verstecken sich diese Arschlöcher? Wahrscheinlich drüben bei dieser Schlampe. Welche Schlampe? Da Schicki, du Idiot. Oh, war das geil, mit dir zu vögeln. Da hast du recht. Wovon redest du, Mann? Ich hab dir mal ausgeholfen. Was heißt das, mal ausgeholfen? Du warst im Knast, du Penner. Mist, komm schon, gib mir den Stadtplan, du und aushelfen. Der geht mir so auf den Sack. Scheiße, dann mach ich die Hölle heiß. Klar, mach ich, ja. Hey, kannst du mir mal erklären, wie ich zur Crenshaw komme, Mann? Hör mal, du Vogel, beweg deinen verkrusteten Arsch hier Mann, weg. Ich lutsch dir auf deinen Schwanz, wirklich. Was erzählst du mir da? Ich werd dir auf deinen Schwanz lutschen, Kumpel. Okay, du machst jetzt folgendes, Kumpel. Geh vor zur Ecke, dann ungefähr 3 Blocks runter vor der Ampel rechts und schon bist du auf der Crenshaw. Danke, Mann. Ja, schon gut. Und was sollen wir tun? Na ab, hau du Blödmann! Mama! Mama! Gib Gas, komm! Sind Sie weg? Ja, Hilfe! Hilfe! Oh, Mann! Hey, Lex! Lex! Wie geht's dir, Mann? Alles okay, Mann? Ist in Ordnung? Hat dich die Kugel erwischt? Nein, Ihre Karre hat mich erwischt. Na los, komm schon, fass mit an, Nigger! Hilf mir, wir bringen ihn in den Wagen und vergiss dein Babyschuh nicht! Na los, beeil dich, mach schon! Wieso er? Erst bewegt dein Arschtray! Oh, mein Kopf. Oh. Sally, bist du okay? Sally! Tja, wir waren bei Larry und Jason am Wochenende. Ja, ja, Larry ist wirklich niedlich. Hast du schon seinen behaarten Arsch gesehen? Ja, ich weiß doch, dass du ihn auch süß findest. Wir brauchen auf der Stelle einen Arzt. Ja, ich rufe dich später wieder an, okay? Bitte, Schwester. Erstmal füllen Sie dieses Formular aus. Ah ja, danke. Könnte ich bitte einen Stift haben? Danke. Entschuldigen Sie bitte. Wissen Sie, wo ich hier ein Glas Wasser kriege? Oh Gott. Hier. Da, danke. Sie sind Nummer 1012. Nummer 1012. 1012. Nummer 230. Nummer 230. Oh, Scheiße. Verdammt, hoffentlich bin ich als Nächster dran. Mittagspause nach 230. Nach dem Überfall auf den Koreaner, dem Knast, Crazy Legs Unfall bei der Schießerei und der Schickis Schwangerschaft hatte ich das Gefühl, vollkommen durchzudrehen. Ha ha ha!
versucht, den Preis für den besten Soap-Darsteller zu gewinnen. Hör zu, Dashiki. Tut mir leid wegen gestern Abend. Ich habe nachgedacht. Und ich möchte meinem Kind ein Vater sein. Ja, und noch was. Mir ist klar geworden, wie sehr ich dich liebe. Und ich will mit dir das Viertel verlassen. Oh. Oh. Aber wir müssen noch etwas erledigen, bevor wir gehen. Hör zu, ich nehme meine Kinder und zieh weg aus dem Viertel. Ich wollte nur, dass sie ihren Daddys auf Wiedersehen sagen. Gib mir den neuen. Du bist ein guter Bruder, Trey. Ja. Und ich? Ich bin schon ewig hinter Gittern, Mann. Ja, und manchmal fühle ich mich wie ein eingesperrtes Tier. Warum hast du mich eigentlich niemals besucht, Mann? Nigger, ich kenn dich nicht. Oh ja. Du kennst mich nicht, stimmt, ist richtig. Hey, hör mal zu, Trey. Bring meinem Sohn bei, ein Mann zu werden. Ein richtiger Mann. Mach's gut. Hey, Locke! Na, wie geht's? Danke. Hey, hast du alles bekommen? Ja, sicher. Cool. Und krieg ich auch eine Prise? Oh Mann, du hast doch selber genug. Ja, klar. Los, raus, verschwinde. Hush, I'm coming through with the bum rush. Feelings for style and Dina's cold crush. What style's ridiculous? Who's getting with that spectacular, miraculous? Work to Lexus, I'm from New York. I'm flowing like Don P, so once pop the cork. Not feeling me for real though. I'm the one who came from the back and blew the brains out of Al Pacino. Welcome to this rendition of lyricism. I'm on a Dougie Fresh mission. Somebody stop me, I'm out of control, please. Before I do autopsies on these MCs. Open them up, they hollow on the inside. No heart pumping, the organ missing something. Trueness, yeah, they get no props. Without DOS, I come with the real hip hop. Na, wie geht's, Crazy? Ja, alles wieder okay? Wie fühlst du dich, Kumpel? Na, wie geht's, Bruder? Hallo. Der Doktor sagt, ich werde nie wieder gehen können. Nein! Oh, nein! Oh, das darf nicht wahr sein! Halt mich fest! Oh. Hör mit dem Gewinsel auf! Du bist schon seit 5 Jahren querschnittsgelähmt. Ach ja! Mach dir keine Sorgen, Mann. Wenn wir diesen Toothpick finden, legen wir ihn um. Nein! Wir müssen diesem Verbrechen von Schwarzen an Schwarzen ein Ende machen. Wir brauchen einen Waffenstillstand. Und was war, als du Byron abgeknallt hast? War das kein Verbrechen zwischen Schwarzen? Ja. Nein. Byron war hellhäutig. Ja, stimmt. Hey, gehst du jetzt auf diese Party? Ja. Und wirst du da etwas trinken? Na, ein bisschen was schon. Ich sag dir jetzt mal was über Alkohol am Steuer. Das macht einen Riesenspaß, Mann. Also als erstes zischst du ein paar Bierchen, okay? Dann bretterst du auf den Highway. Bumm, Jacken auf 140. Dann machst du die Lichter aus und lässt das Lenkrad los. Wow, da flippst du volles Rohr aus. Das musst du unbedingt mal probieren. Oh ja, das mache ich. Geile Sache. Hey, wieso lädst du mich nicht zu dieser Party ein? Och, ich bitte dich, Papp, du weißt doch, da muss man über 18 sein. Ach, Mist. Außerdem solltest du längst im Bett liegen. Schon die Zähne geputzt? Ja. Lass mal sehen. Nein. Ah, guter Junge. Okay, ich muss los. Okay. Hey, wie wär's, wenn du mir noch schnell eine gute Nachtgeschichte vorliest, wie in alten Zeiten? Na schön, aber nur eine. Ja, das reicht auch. Okay. Ja. So, dann wollen wir mal... Ah, die hier ist gut. Das ist die Geschichte von Dick und Mary.
Mary liegt auf dem Bett und spreizt ihre geilen Schenkel. Dick schiebt seinen Riesenhammer in ihre wartende Vagina. Fick mich! Fick mich! Mary schreit wie verrückt. Dick legt ihr ein Kissen aufs Gesicht, weil sie so laut ist. Dick bearbeitet ihre geschwollene Öffnung weiter, bis er den Höhepunkt erreicht. Ah! Oh, ah! Oh, ich komme! Ich spritze ab! Ich komme! Und dann schläft er langsam ein. Gute Nacht, Paps. Domino, Nigger! Ja! Yeah. Hey, Hallöchen, wie geht's, Leute? Hey, setz dir doch mal eine Perücke auf, ich brauche unbedingt was zum Aufbocken. Hey, wie geht's, Mann? Alles in Ordnung? Na, was ist, du Schweinebacke? Alles in Butter? Wie geht's, Mann? Schon gut besoffen? Sehr hochform, Alter. Wer von euch hat den verdammten Stoff? Hast du ihn, Drecksack? Ich bitte dich, Lock. Wer soll ihn schon haben? Ich natürlich. Ja, Nigger, mit der Dröhnung schlafen wir den Wolken. Ja, zipp mal an. Komm, gib die Tüte mal her. So, dann wollen wir mal. Ja, das hoffe ich. Los, zieh's dir rein, Digga, zieh's dir rein. Zieh's dir in deine hohen Schädel rein, ja. Hey, scheint ja ganz schön heftig zu sein. Wow. Hey, Mann, der bekommt ja Krämpfe. Irgendwie hat er zu viel erwischt. Der hat ja Schaum vor dem Mund. Hey, der ist tot. Oh. Ja, yeah, gib sofort den Joint her. Her damit, her mit dem Ding. Hey, hey. Aha. Tja, siehst du, das habe ich gemeint, Shibambu. Oh, schon besser. Ja, die Nigger wollen den Foto für sich behalten. Hey, Baby, willst du tanzen? Ja, natürlich, aber nicht mit dir. Zum Pech, zum Pech, zum Pech, zum Pech. Hey, Kleine, wie geht's? Mein Name ist Lockdog. Und wie heißt du? Laquanda. Oh, wow. Laquanda. Hast du einen Freund? Nein, weißt du, ich scheine die Männer immer einzuschüchtern, aber ich weiß nicht, wieso. Tja, weißt du, ich kann schon verstehen, dass ein hübsches Mädchen wie du einen Mann krank machen kann. Oh, ich meine nervös. Ich meine, es sollte schon wirklich ein besonderer Mann sein, der mit mir zusammen ist. Oh, alles klar. Ja, sicher. Ich werde ihn dir suchen. Hör mal, Kleine, du solltest ein bisschen langsamer machen. Du bist nicht mein Daddy und du zahlst auch keine von meinen Rechnungen. Kümmere dich um deinen Scheiß. Oh, das ist mein Song. Hi. Hi. Hi, mein Name ist Lockdog. Und wie heißt du? Keisha. Oh, Keisha. Bist du immer so schüchtern, Keisha? Tja, hör zu, was hältst du davon? Wir fahren jetzt zu mir und nehmen einen kleinen Schlummertrunk. Ich weiß nicht. Ich hab dich gerade erst kennengelernt. Hey, Kleine, dieser Hund beißt nicht. Es sei denn, du willst es. Na gut. Na, also komm, gehen wir. Ach, das wird schon in Ordnung sein. Ja, da bin ich ganz sicher, deine Mutter hat nichts dagegen. Baby, du liebst mich ja wirklich. Ach, das weißt du doch, Kleines. Gluck, 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 gluck. Ich sollte wirklich nichts trinken. Oh, komm schon, Keisha. Das wird dir nicht schaden. Es ist nur so, wenn ich was trinke, werde ich manchmal ein bisschen verrückt. Genau das will ich ja. Weißt du darfst nicht glauben, ich wäre eine Schlampe oder sowas ähnliches. Ich meine, ich gehe normalerweise nie mit einem Jungen nach Hause, den ich gerade erst kennengelernt habe. Ja, klar. Aber bei dir fühle ich mich einfach unheimlich wohl. Hey.
Hey, Kleines, das ist doch schön. Wann immer du bei mir bist, möchte ich, dass du dich entspannst und einfach du selbst bist. Du hast ja nur das eine im Sinn, Lobdog. Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Hey, wow, komm schon, Baby. Komm schon, entspann dich, okay? Entspann dich, ja? Du musst nirgendwo hingehen. Du bist jetzt in guten Händen, Kleines. Denn Lockdog wird sich gut um dich kümmern, Baby. Ach, wirklich? Meinst du es ernst? Ich möchte, dass du ganz du selbst bist, okay? Du weißt, ich könnte vielleicht etwas verrückt werden. Ja, werd verrückt, Kleines. Komm schon. Okay. Flachwichser, lass uns für Nummer schieben. Oh nein, Digga, du wirst nirgendwo hingehen. Frische Luft, frische Fische. Es geht doch nichts über den Tag im Grünen, ne, Pap? Pap, können wir von Teenager zu Teenager reden? Ich habe dieses Mädchen kennengelernt. Sie ist was Besonderes. Sie verlässt das Viertel in ein paar Tagen und ich habe überlegt, ob ich mitgehen soll. Wer ist dieses Mädchen? Ihr Name ist Dashiki. Dashiki? Dashiki etwa die aus der Popallee? Ich bitte dich, Paps. Sag bloß nicht, dass du auch mit ihr gepennt hast. Oh nein, 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 nichts dergleichen, mein Junge. Ich war nicht mit ihr in der Kiste. Sie konnte allerdings klasse blasen. Was? Ach, nichts, mein Junge, red weiter, erzähl mir mehr von ihr. Wie auch immer. Ich glaube, ich bin verliebt. Ja, und hast du sie schon flachgelegt? Ja. Moment. Hast du ein Kondom benutzt? Nein. Gut, ja, das ist mein Junge, ich bin stolz auf dich. Hey, benutzt niemals ein Kondom, die nehmen einem doch nur das ganze Gefühl weg. Ja, es ist nur so... Sie ist jetzt schwanger. Was soll ich tun? Tja, Mann, hör zu. Ich will dir mal denselben Rat geben, den mir mein Vater gegeben hat. Gib die Hoffnung auf. Sieh mich an, Träume sind was für Idioten. Es gibt keine Zukunft für dich. Und bilde dir bloß nicht ein, einen Job zu bekommen, Trey. Denn für einen schwarzen Mann gibt es keinen Platz auf dem Arbeitsmarkt. Moment, damit ich das auch richtig sehe. Du willst also damit sagen... Lass dich nicht in das System der Dauerarbeitslosigkeit des weißen Mannes verwickeln und versuche auf keinen Fall mit Sozialhilfe und Lebensmittelmarken zu überleben, stimmt's? Falsch, Mann, hör zu, mit der Sozialhilfe ist überhaupt nichts verkehrt, es ist Geld bar auf die Kralle. Naja, unsere Familie lebt seit 6 Generationen davon. Danke, Pap. Du findest immer die richtigen Worte. Ach, ich bin so stolz auf dich, Mann. Mein Sohn Trey hat eine Nummer geschoben. Ja. Verfick, ich glaube, wir müssen da lang fahren. Gib mir den Stadtplan, los, mach schon! Mist, wird höchste Zeit, dass wir diesen Nickern die Fresse polieren. Verdammt, du Blindschleicher, sieh auf dem Stadtplan nach. Wir müssen hier rechts und da geht's lang. Ich hab nachgesehen, wir müssen geradeaus. Na los! Pass. Na, mach na schon. Los! Wie geht's, Lock? Könnte besser sein. Ich kann's nicht fassen, dass du Saftsack doch noch das Viertel verlässt. Wirp. Der Schicke und ich schließen den Bund fürs Leben. Du solltest dir aber lieber die Eileiter abbinden. Nein. Doch, doch. Ich glaube, dass wir es schaffen werden. Ja. Hey, warum kommst du nicht mit uns? Was? In einem Postwagen durch die Gegend eiern? Mann, das ist die dämlichste Idee, die ich je gehört habe. Wie auch immer. Pass auf dich auf. Jetzt komm schon, Baby, du redest mit Lockdog. Du weißt doch, ich komme immer klar. Shit. Hey, Trey. Eins vergiss niemand. Entweder sie wissen es nicht, oder zeigen es nicht. Oder es ist ihnen einfach egal, dass sie eine Bedrohung für South Central sind, wenn sie ihren Fusel hier trinken. Das ist der Punkt, um den es hier geht, Trey. Nur darum geht's, Bruder. Was zum Henker meint der Blödmann? Hey, was gibt's, kleiner Mann? Wie geht's dir, Kumpel? Wie geht's?
Hey, willst du einen Schluck? Davon wachsen die Haare an deinen kleinen Nüssen. Hey, Mann, du darfst dem Kind keinen Alkohol geben. Hey, Nigger, du bist nicht sein Daddy. Bin ich nicht? Da sind die, du Schnappe! Gib mir sofort meine Alimente zurück! Hey, was gibt's, kleiner Mann? Psst. Also was ist jetzt? Was ist mit den Nutten heute Abend? Pass gut auf mein Baby auf, hä? Und meinen Wagen. Was? Komm schon, Trey, du weißt, ich verscheißer dich nur. Schneeflocke. Oh ja, mein tapferer Schokoladenkrieger. Du, Ray! Kümmere dich um deine Mama! Ich mach euch fertig! Verzieht euch, ihr Plastiksack! Ist alles für dich, du Pisser! Geh von meinem Wagen runter. Du bist sowieso im Arsch. Los, verzieh dich. Hey, Oma. Jetzt bist du hier der Boss. Ach, fahr zur Hölle. Verdammt. Heiraten, ich verspreche, aber bitte wach auf. Ich weiß, Schwester, ich weiß. Er wird dir sehr fehlen, ne? Da hast du verdammt recht. Wo finde ich sonst einen Matratzenheinz, der sich um mich und um meine 7 Kinder kümmert? Oh, ey, hör zu, Schwester, hör zu. Du bist eine starke afroamerikanische Frau. Und aus diesem Grund kann ich nicht mit dir zusammenleben. Oh, sieh dir das an. Ich muss mich wieder um eine weiße Schlappe kümmern. Oh, ey. Wer ist hier im Matratzenheinz, Kleines? Oh, du bist ja am Leben. Oh, oh. Oh Gott, warum tust du mir das an? Oh, ich halte es nicht aus. Ich ertrage das nicht. Ich ertrage das nicht. Oh, mein Baby. Oh, mein Baby. Oh, oh. Oh Mama. Mama. Ich hab meinen Zahnstocher verschluckt, Mama. Oh, Baby, bist du okay? Oh. Also, wo ist das Geld, das du mir gestohlen hast, du mieser kleiner Ganove? Gib mir mein Geld. Ich will mein Geld zurück. Ich schlag dich wieder weich. Stück Scheiße, wo ist mein Geld? Tja, das war meine Geschichte. Was der Schicki und mich betrifft, naja, wir haben geheiratet. Lockdog ist ins Showbusiness gegangen. Legt euch ins Knie, lutscht meinen Schwanz und leckt meinen Arsch! Preach wurde ein braver Hausmann. Crazy Legs Traum, Tänzer zu werden, wurde schließlich doch noch wahr. Und was Oma betrifft, tja, sie ist eben immer noch Oma.
Das ist vielleicht ein geiler Schütze. Yes, this shit is raw, coming at your door. Start to scream out loud, Wu-Tang's back for more. Yes, the hour's four, I told you before. Prepare for mic fight, and plus the Cold War. This rhyme you digest through the RZA console. XY, slam, nine diagram pole. Raekwon drop the bomb, hunchback. Notre Dame, golden arms is bronze. Buddha palm, hit Quran, it blows extreme. Mainstream, be the theme, supreme team. America's cream team, redeem, beat out the song. Chrome tones, hit the moans of Al Capone. Gun pow to the dome, it split the bone. Wig blown off the ledge by the alleged full-fledged sledge with the edge. One dose of my baroche handheld trigger cut. I got pella spitting shell paralyzed, you get touched. Incredible mic cords hanging like umbilical cords, those swords, five-star general. Roar be the quote, rap style sore throat through the fully operational handheld totem. Yes, this shit is raw coming at your door. You start to scream out loud, Wu-Tang's back for more. 100,000 times one, snatch up my sounds, get done. I hold a title and here's how my belt was one. Check it, slick majestic, broke mics so left infected. Germs start to spread your crew, do lack of effort, you ask for it. Set up the jams like syringes. My technique alone blows doors straight off the hinges. Master Avenger, I appear to blow your air like wind. With a freestyle, sharper than the Indian spear. So sit back and let the king explore. Describe me, the kid's nice and he holds swords in his name. Black attacks the nerve like migraines. With more gains than beggars on trains. Living sharp pains, poisonous rebel like deck. You can't destroy this, they get ambushed, skate. Try to avoid this, side effects of hot raps and hot tracks. A duffel bag full of gun suns dipped in black. My culture glides and attacks like a vulture. Ghost face in Madison Square is on your poster. Yes, this shit is raw coming at your door. You start to scream out loud, Wu-Tang's back for more. Yes, the hour's four, I told you before. Prepare for mic fights and plus a Cold War. Be on the lookout for this mass murderous suspect that fills more body bags than apartments and projects. And as far as the coroners know, the autopsy show it was a Shaolin blow put on by my family, brought to the academy of the Wu and learned how to fuck up your anatomy steadily, calm and deadly. Stutterhead lyrics I lick through your transmit. MC submit to the will as I kill your juvenile freestyle. Civilize the mental. Devils worship this like an icon. Bear hugging mics with the grips of a python. Yes, this shit is raw coming at your door. Start to scream out loud, Wu-Tang's back for more. You heard other raps before, but kept waiting for the son of song. I keep dance hall strong. Beats another worthy of my cause. I prolong extravaganza. Time sit still. No propaganda. Be wary of the skill as I bring forth the music. Make love to your eardrum. Dedicated to rap, nigga, beware the fearsome. Lebanon, John, Malcolm X, beat threat. CD massacre, murder to cassette. I blow the shop up, you ain't seen nothing yet. One man ran trying to get away from it. Put your bifocal on, watch me a cometh into your chamber like Freddy into Dream. This kaboomerate your technique and your scheme. Four cause applause like a black dad did that. You stuck on stupid like I'm stuck on the map. Nowhere to go except next show, bro. Entertaining motherfuckers can't stop O.M. battling. You don't want me to start tattling all up on the stage cause y'all snakes keep rattling. Bitch, you ain't got nothing on the rich. Every other day my whole dress code switch. So just in case you wanna clock me like Sherry, all y'all crab bitches ain't got the worry. Can't get a nigga like Don Dom a dozen. Even if I'm smoked out, I can't be scoped out. I'm too ill. I represent Park Hill. See my face on a $20 bill. Cash it in and get $10 back. The fat LP with cappuccino on the wax. Pass it in your thing, put valve up to 12. Put all the other LPs back on the shelf and smoke a blunt and dial 917-1604-9311. And you could get long dick hip hop affection. I damage any MC who step in my direction. I'm Staten Island best, son, fuck what you heard. Niggas still talking, that shit is absurd. My repertoire is USSR. PLO style got thrown out the car and ran over by the Method Man Jeep. Divine can't define my style, it's so deep like pussy. My low cut face stay bushy like a porcupine. I part backs like a spine, gut you like a blunt and reconstruct your design. I know you wanna diss me, but I could read your mind cause you weak in the knees like SWV. Trying to get a title like Wu Killer B. Kid, change your habit. You know I'm friends with the Abbott. Me and RZA Rob name printed in the tablet under vets. We paid our debts for mad years. Hibernated sound and now we out like bears and born power. Born physically, power speaking. The truth in the song be the pro-black teaching.